Wie kam es 2008 zu der wohl größten Finanzkrise aller Zeiten? Wir werden uns mit der sogenannten Subprime-Krise auseinandersetzen und werden uns ebenfalls die Frage stellen, ob wir kurz davor sind, dieses Szenario in der jetzigen Zeit zu wiederholen. Man kann es relativ gut zusammenfassen, es war eine Immobilienkrise. Diese Immobilienkrise hat bereits schon 2007 in Amerika angefangen. Dort wurde ein Gesetz erlassen, das sich fast jeder einen Immobilienkredit holen kann, ohne dass, wie es jetzt in der Zukunft bzw. auch in der Gegenwart ist, sehr, sehr stark auf die Bonität geschaut wird. Das heißt, damals wurde da kaum drauf geschaut, ob man sich wirklich diese Immobilien leisten konnte. Und im Gegenteil zu der jetzigen Zeit hatte man immer wieder auch den Vorteil, dass man einfach die Schlüssel an der Bank sozusagen abgeben konnte, wenn man sieht, okay, ich kann das nicht mehr zurückzahlen, und schon hatte man keine Schulden mehr. Und das hat das Ganze natürlich erstmal zum Kochen gebracht. Viele hatten auf einmal 5 Immobilien, waren Kopf über Schulter komplett überschuldet und konnten diese Kredite irgendwann nicht mehr bedienen. Und dann kam es natürlich dazu, dass in dieser Zeit immer mehr diese Kredite aufgenommen haben und viele Banken immer weiter Kredite vergeben haben. Natürlich hat hier vor allen Dingen auch eine Rolle gespielt, dass die Bonität nicht wirklich wichtig war. Zweitens, die Zinsen waren sehr, sehr gering und damit war es natürlich attraktiv, noch mehr Schulden aufzunehmen. Und natürlich auf der anderen Seite gab es das Problem noch nicht, dass es so wenig Immobilien gab, wie damals eben das der Fall war. Das heißt, es wurde erstmal immer mehr gebaut, immer mehr Immobilien sind entstanden und dann kam der große Knall. Im Endeffekt, die Immobilienpreise sind immer weiter gestiegen bis zu diesem Zeitpunkt. 2008 ist es dann allerdings passiert. Bei zunehmenden Kreditausfällen hat die Fed dann die Leitzinsen angehoben, hat damit versucht, noch gegenzuwirken gegen die steigenden Immobilienpreise und gegen die komplette Katastrophe. Und genau das Gegenteil ist passiert. Die Leute hatten sehr, sehr häufig oder in der Regel einen variablen Zinssatz in ihren Immobilienkreditverträgen aufgenommen. Das heißt, wenn jetzt die Fed den Leitzins angehoben hat, dann konnten diese Leute logischerweise die erhöhten Zinssätze nicht mehr bezahlen und das wiederum führte dazu, dass sie vermehrt von dieser Sicherheit Gebrauch gemacht haben. Das heißt, sie konnten die Kredite nicht mehr zurückbezahlen, haben die Schlüssel abgegeben und mussten im Endeffekt die Häuser zwangsverkaufen lassen von den Banken. Und du kannst dir sicherlich vorstellen, das war jetzt kein Einzelfall, sondern immer mehr Menschen konnten die Kredite nicht mehr zurückzahlen. Das heißt, immer mehr Immobilien wurden auf einmal auf den Markt geworfen und sollten verkauft werden. Und jetzt ist es natürlich in der Wirtschaft so, wenn sehr, sehr viel verkauft werden soll, sehr, sehr großes Angebot vorherrscht und sich eigentlich fast keiner mehr diese Immobilien leisten kann, dann werden die Immobilienpreise und die Häuserpreise fallen. Und natürlich hatten auch die Banken, die diese Kredite rausgegeben haben, ein Riesenproblem, weil sie oftmals weniger zurückbekommen haben, als sie verliehen haben. Und jetzt kommt genau auch noch das, was diese Situation so verschärft hat. Es gab nämlich damals auch Investmentbanken, die tatsächlich diese Kredite weiterverkauft haben, sogenannte Subprime-Pakete. Das heißt, was wurde dort gemacht? Es wurden diese Immobilienkredite von der Bank sozusagen in einem Paket zusammengeschnürt und wurden als Superbonitätskredite herausgegeben und Investoren, die gesagt haben, ich brauche eine Anlagemöglichkeit, konnten diese Kreditpakete erwerben und konnten dann eben einen Teil von den Zinsen kassieren. Problem war jetzt, dadurch, dass die Kredite nicht mehr zurückbezahlt wurden, wurden natürlich auch diese Pakete wesentlich günstiger, beziehungsweise haben einen sehr starken Preisverfall erhalten und dadurch, dass natürlich das Ganze auch bei vielen Banken, Versicherungen eben auch der Fall war, dass diese Pakete gekauft haben, haben diese einen extremen Verlust erleiden müssen und dadurch, dass die Banken auch damals schon sehr wenig Eigenkapital hatten, um diese Schulden zu tilgen, um diesen Verlust auch geltend zu machen und gleichzeitig auch den Kreditausfall auf der anderen Seite hatten, der immer extremer wurden,
kam es zu der bekannten Lehman-Pleite. Das heißt, dort mussten sämtliche zigtausend Mitarbeiter entlassen werden und wir hatten die größere Finanzkrise 2008, 2009. Und das ist natürlich auch wieder dieser Punkt, wo dann die US-Regierung angefangen hat, drei Banken und eine Versicherung zu retten, weil es sonst wirklich zu einem der größeren Knallsituationen noch gekommen wäre. Wahrscheinlich wissen wir gar nicht, also wir können heute nur abschätzen, dass das dann nochmal in einer absoluten Katastrophe geendet ist. Aber natürlich hatte dieses globale Bankensystem davon Spuren hinterlassen bekommen, beziehungsweise war auch damit verbunden mit dem amerikanischen Markt. Das heißt, nicht nur in Amerika, sondern auch in Europa sind die Leute vorsichtiger gewesen. Es wurde weniger investiert, es wurde weniger produziert und generell hatte man auch eine geringere Nachfrage. Und das waren die drei Faktoren, die dann schlussendlich zur Wirtschaftskrise weltweit geführt hat. Das heißt, da haben wir auch nochmal den großen Punkt, dass sich auch die Banken gegenseitig überhaupt nicht mehr vertraut haben, weil natürlich solche Pakete im Umlauf waren, die sonst auch als die besten Anlagemöglichkeiten verkauft wurden, diese Kreditpakete. Und das stellte sich ja als schwerwiegender Fehler hin. Und dementsprechend kam es dann zu der Staatsschuldenkrise 2010. Die Staaten mussten immer weiter Schulden aufnehmen. Es wurde auch die No-Bailout-Klausel außer Kraft gesetzt. Das heißt, dort, wo eigentlich verankert wurde, dass im Endeffekt die Länder nicht für die Schulden aufkommen. Es gab dann den Rettungsschirm, dass der Euro gerettet werden konnte. Und dementsprechend sehen wir eben auch jetzt noch die Konsequenzen, nämlich in den niedrigen Zinsen, in der Negativzins-Ära, die ja jetzt begonnen hat. Und das ist jetzt auch die interessante Parallele. Auch heute finden wir sehr, sehr starke Blasenbildungen bei sehr vielen Sachwerten. Viele sagen, die Immobilienpreise sind komplett überteuert. Und wir sehen genau das, was auch 2008, 2009 der Fall war, einen extrem günstigen Finanzierungszinssatz. Allerdings muss man dazu sagen, mittlerweile finanzieren sehr, sehr viele eben auch mit einem festen Zinssatz. Also wenn da die Zinsen angehoben werden, haben viele eben auch aufgrund von der Zinsbindung eine etwas größere Sicherheit als damals. Und auch die Bonität wird aktuell sehr, sehr stark natürlich auch noch aufgrund von den aktuellen Richtlinien überprüft von der Bank. Das heißt, so einfach einen Kredit zu bekommen, das ist momentan nicht der Fall. Aber dennoch gehen viele davon aus, dass die Zentralbanken genau den gleichen Fehler machen könnten wie damals. Es ist ja jetzt nicht nur aus darlehenstechnischer Seite ein wichtiger Punkt, dass man die Zinsen beispielsweise so gering lässt, sondern es kann natürlich dazu kommen, wenn man sie wieder erhöht, dass die zukünftigen Investitionen genau wieder unattraktiv werden, wie damals auch, weil sich die Unternehmen sagen, okay, jetzt ist es wesentlich teurer, das Ganze innovationstechnisch auf den Vordermann zu bringen. Das heißt, im Endeffekt, die Unternehmen würden ihre Investitionen bei steigenden Zinsen auch wieder zurückfahren. Natürlich, auch viele würden mittel- bis kurzfristig ebenfalls Probleme haben, die Zinsen dann zu bezahlen, wenn die Zinsbindungen ausfallen oder auslaufen. Also dann hätten wir ein ähnliches Szenario wie 2008, 2009. Allerdings muss man natürlich sagen, an der jetzigen Situation ist das Schwerwiegendste, dass wir momentan die Zentralbankpolitik im Endeffekt bis zum Geldfluss, sage ich mal, also es ist ja momentan ein riesen Geldfluss, der in die Märkte gepumpt wird. Es kann eigentlich nicht mehr gehen, beziehungsweise mehr sein. Und wir haben natürlich auf der einen Seite auch die wegbrechende Nachfrage aufgrund von dem aktuellen Lockdown, der ja momentan immer noch nicht ein Ende in Sicht hat. Dementsprechend das zum Thema, wie die Finanzkrise 2008 entstanden ist. Befinden wir uns momentan in einer Rezession? Definitiv. Es ist momentan noch nicht vorbei. Der aktuelle Zustand ist höchst brisant, gerade auch wenn man mal sieht, dass die Banken vermehrt jetzt ihr Geld wieder bei den Zentralbanken parken und sie eigentlich auch schon Angst haben, das Geld in die Wirtschaft zu pumpen, weil sie einfach dieses extreme Kreditrisiko 1:1 jetzt in der aktuellen Situation ebenfalls sehen. Mich würde es interessieren, wie wird es weitergehen? Werden wir die größte Finanzkrise aller Zeiten erleben? Wird es 2008, 2009 in Schatten stellen, was ja auch viele Experten sagen? Lass uns da gerne mal diskutieren und dementsprechend sehen wir uns hier bei einem weiteren Video auf dem Erfolgskanal. Welche Möglichkeiten hat man denn in solch einer Situation, sein Geld in Sicherheit zu bringen?
Natürlich sind Sachwerte. Und im Sachwertbereich gibt es zwei große Favoriten. Und der erste Favorit ist Gold. Gold und Silber ist die Krisenwährung Nummer eins. Sehr beliebt, natürlich auch sehr bekannt. Aber was machen Sie denn, wenn zum Beispiel während einer Krise die Geschäfte oder die Online-Shops geschlossen sind? Was machen Sie, wenn gerade alle kaufen wollen? Dann gibt es natürlich nichts mehr zu kaufen, beziehungsweise die Preise sind in solch einer Situation, zu solch einem Zeitpunkt, extrem überteuert. Was machen Sie, wenn Sie zum Beispiel Werte von A nach B transportieren wollen? Im Extremfall vielleicht sogar müssen. 1 Million in Gold sind ungefähr 27 Kilogramm. Haben Sie schon mal 27 Kilogramm in einem schweren Rucksack über längere Zeit getragen? Oder Sie wollen Gold unbemerkt in ein Flugzeug bringen, wobei ich Sie jetzt wirklich nicht auffordern möchte, am Zoll vorbei Gold in ein Flugzeug zu transportieren. Aber Sie werden mit großer Sicherheit nicht durch den Scanner kommen. Und man wird es Ihnen mit fast hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit, wird man es Ihnen abnehmen. Sie können heute nicht so einfach 1 Million in Gold durch die Gegend karren. Und eine weitere Frage in Bezug auf Gold, wie ist es mit der Meldepflicht? Warum gibt es diese Meldepflicht? Wussten Sie, dass jeder Goldkauf über 2000 Euro gemeldet wird? Und haben sich dabei schon mal gefragt, warum muss man überhaupt einen Goldkauf melden? Warum will der Staat wissen, dass Sie Gold zu Hause haben? Es steht in keiner Einkommensteuererklärung und es wirft auch keine Zinsen ab. Es fällt auch keine Kapitalertragssteuer an, die Sie abführen müssten. Also warum will der Staat wissen, warum Sie Gold besitzen? Meine Erklärung, ganz einfach, damit man am Ende ganz genau weiß, wo man es im Notfall wieder abholen kann. Der zweite große, scheinbar sichere Sachwerthafen sind Immobilien. Sehr beliebt als Sachwertanlage. Nur ist Ihnen dabei bewusst, dass man über die Grundsteuer jederzeit auf Ihre Immobilie direkt zugreifen kann. Und das hat man schon gemacht. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden auf alle Immobilien Zwangshypotheken eingetragen. Und zwar 50% bezogen auf den geschätzten Immobilienwert. Und über 30 Jahre hinweg mussten dann die Besitzer dieser Immobilien über eine erhöhte Grundsteuer das Geld zurückbezahlen. Auch jetzt sind schon wieder Bestrebungen im Gang, erhöhte Umlagen auf Immobilienbesitzer festzulegen. Doch es gibt noch eine dritte Möglichkeit, an die niemand denkt, und die in Deutschland noch relativ unbekannt ist. Eine wirklich super Alternative, nichts Digitales mit echten Werten hinterlegt, die seit Jahrhunderten den Beweis erbracht hat, dass sie Vermögenswerte erhalten hat und auch gerettet hat. Und wenn Sie wissen möchten, was das ist, klicken Sie einfach auf den Like, teilen Sie dieses Video und ich verrate Ihnen gerne, um was es dabei geht.